In wenigen Wochen beginnen die Hauptarbeiten für ein Projekt, mit dem die Menschen an der Sauer große Hoffnungen verbinden. Der ökologische Hochwasserschutz Rahlingen-Steinheim. Insbesondere in Steinheim und in Rahlingen standen in den vergangenen Jahrzehnten immer wieder Dutzende von Kellern und teilweise auch Wohnbereiche unter Wasser. Die Bewohner standen den Fluten machtlos gegenüber. Damit soll bald Schluss sein. Den Winter über sind die Uferböschungen entlang der Sauer von Hecken und Sträuchern gesäubert worden. Bäume wurden zurückgeschnitten. Die Rodungen sind vorbereitende Arbeiten für Abgrabungen im großen Stil. 325.000 Kubikmeter Boden sollen weggenommen werden, damit das Hochwasserniveau um einen halben Meter abgesenkt und das Wasser schneller abfließen kann. Daneben sollen die Flächen ökologisch aufgewertet werden. Fauna und Flora erhalten bessere Entwicklungsmöglichkeiten. Unter anderem soll die Anpflanzung von Schilf und Röhricht den Rückstaueffekt mindern. Bis hinein in die 60er Jahre war die Ökologie an der Sauer noch weitgehend intakt. Doch dann wurde der Grenzfluss mit Steinen und Mauern befestigt, mit der Folge, dass das Niveau der Uferbereiche durch Anlandungen immer mehr anstieg. Oswald Disch, Ortsbürgermeister von Rahlingen, setzt große Hoffnungen in das Projekt. Die Gemeinde Rahlingen freut sich natürlich, dass wir jetzt dieses Jahr mit dem Hochwasserschutz hier an der Sauer beginnen können. Es wird eine gute Sache für Rahlingen. Der Wasserstand bei Hochwasser wird einen halben Meter fallen, sodass die Bahnhofstraße sogar schon frei von Hochwasser ist. Und das wird die Bürger natürlich alle sehr freuen. Und wir hoffen auch, dass der Baubeginn nach Ostern, so wie es abgesprochen ist, beginnt und dass wir dann auch eben zügig vorangeht, sodass wir im nächsten Winter auf jeden Fall den Hochwasserschutz Rahlingen abgeschlossen haben. 6 Millionen Euro sind für den Hochwasserschutz veranschlagt.